Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 8. November und der Daniel ist im Studio und ich bin der Sashi, genau. Ja. Und wir haben heute wieder ein ganz berühmtes Geburtstagskind. Das Geburtstagskind für heute ist Alain Delon. Alain Delon, es war der Lover von Romy Schneider. Kennst du? Kenne ich. Ja. Und von ganz vielen anderen Frauen. Also nicht persönlich, aber... Ja, du weißt, wer es ist. Ja. Alain Delon. Ja. Es war ja überhaupt der Typ irgendwie aus Frankreich, der Womanizer schlechthin, der hat sie alle irgendwie weggeknallt. Und ich glaube, der hat das wirklich gemacht. Bestimmt. Ja, also ich glaube nicht, dass er irgendwie ein Kind von Traurigkeit war. Der hatte bestimmt Hornhaut an gewissen Stellen. Hornhaut an... ja, genau. Am 8. November ist aber auch noch was passiert. Ja, der spanische 1993 ist der erste spanische König nach Israel zu Besuch gegangen. Und hat, ja, Juan Carlos. Das war der erste spanische König überhaupt, ja, der nach Israel gegangen ist. Und das war am 8. November 1993. So sieht's aus. Ja. Und am 8. November 1993 ist auch World Town Planning Day. Richtig. Ja, muss man auf jeden Fall mal mitgemacht haben. World Town Planning Day, also hier Städteplanertag, ja, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, und am 8. November ist aber auch noch eine ganz wichtige Sache passiert. Und zwar 1989 ist das Politbüro der damaligen DDR komplett und geschlossen zurückgetreten. Ja. Und dann war ja am 9. November war ja dann hier Polen offen, sagt man ja. Polen. ja. Ja. 8. November, das war heute der 8. November und ich sehe es irgendwie kommen. Wir sehen uns morgen am 9. November wieder. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ansonsten lasst doch mal einen Daumen da oder abonniert ganz einfach den Channel. Genau. Ich sage bis dahin, Cheerio mit Sophie.